sieht die Lage aus? Terroristen sind in das Gebäude eingedrungen. Dann wollen wir einmal schauen, ob wir hier die Geiseln befreien können. Lass mal mit den Wachen hier sprechen. Gehen Sie jetzt rein? Gut. Ein paar von denen kommen hin und wieder raus, um zu rauchen. Seien Sie also vorsichtig. Was sagt man dazu? Die schicken Dosenöffner zu einer Schießerei. Diese Purity First Arschlöcher werden begeistert sein. Hey. Pass auf deine Wortwahl auf. Was habe ich in meinem Rucksack? Einmal eine Elektroschockpistole. Pfeile dazu. Tja. Und einen Energiezelle wird hier aufgeladen. Ja. Gut. Na dann. Sind immerhin noch welche von uns. Polizei. Gut. Nein, das ist das SWAT-Team. Draußen war die Polizei. Mal fragen hier. Sind Sie der Kerl, auf den wir schon seit einer halben Ewigkeit warten? CI Security. Ich bin Jensen. Jensen. Ja, Sie kamen mir gleich bekannt vor. Sie waren in Team 2 bis zu dem Schlamassel in Mexican Town. Hätte nicht gedacht, dass Sie mal von einem CEO Befehle entgegennehmen. Die Zeiten ändern sich. Aber nicht immer zum Besseren. Also, erledigen Sie da drin meinetwegen, was immer Ihr Boss von Ihnen will. Dann können wir vielleicht unseren Job machen. Unsere Leute sind da drin. Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Ja. Ihre Werkleiterin, Josie Thorpe, sie hat einen Notruf abgesetzt, bevor ihr jemand das Handy abgenommen hat. Sie sagte, die Geiseln würden in einem Büro in der Nähe der Montagelabors festgehalten. Macht Sinn. Die Arbeiter wollten einen Fertigungslauf vorbereiten. Sie waren also alle dort. Tja, da wissen Sie mehr als ich. Sonst noch was? Sie haben sich ja ziemlich eingegraben. Was hat das Reaktionsteam vor? Alpha leitet die Operation und Bravo sichert ab. Beide Teams sind einsatzbereit. Wir koordinieren den Einsatz von hier. Aber bis wir das Go von Ihrem Boss haben, passiert gar nichts. Okay. Wie viel Zeit habe ich, bis Sie das Gebäude stürmen? Laut Protokoll gar keine. Aber Ihre Anwälte sehen das anders. Je schneller Sie reingehen, desto schneller können wir den Laden stürmen und Feierabend machen. Diese Puristen, was haben Sie über sie? Was wollen Sie denn wissen? Mit wie vielen muss ich da unten rechnen? Schwer zu sagen. 3 auf dem Innenhof, vielleicht ein halbes Dutzend im Gebäude. Aber das ist nur eine grobe Schätzung. Auf Ihren Kameras scheint nämlich eine Endlosschleife zu laufen. Das kann nicht sein. Ich hatte Seraph gesagt, Pritchard soll das System überholen. Tja, dann haben die wohl einen Techniker. Wir sehen hier jedenfalls nur eine Schleife. Da drin könnten also 5, 10 oder 3 Dutzend Gegner sein. Haben Sie schon Forderungen gestellt? Noch nicht. Aber Sie machen keinen organisierten Eindruck. Die meisten von Ihnen sehen eher aus wie Straßenschläger. Typen, die gerne ein bisschen randalieren. Wenn Sie mich fragen, ist nur Ihr Anführer ein Problem. Der Anführer heißt Sanders, richtig? Wer ist der Kerl? Sieg Sanders. Wir lassen ihn gerade durchleuchten. Wie es aussieht, war er bei 2 Einsätzen am Golf dabei. Militärrezyklierungsprogramm und so. Der Mann ist augmentiert? Seraph hat mir was anderes erzählt. Er war augmentiert. Er hat sich seine Augs aber irgendwann rausgerissen. Inzwischen hängt eine Armee leichtgläubiger Straßenkids an seinen Lippen. Die würden für ihn sterben. Oder töten. Ich glaube, ich habe genug gehört. Sicher? Wir wollen doch nicht, dass Ihr Boss unglücklich ist. Ab jetzt übernehme ich. Warten Sie auf Seraphs Signal. Als hätten wir eine Wahl. Hm.
SWAT-Team hat hier eine ziemlich arrogante Art, hier mit mir umzugehen. Augmentierungsgegner? Wahrscheinlich. Na endlich! Sie wissen, dass da drin Geiseln sind, oder? Muss ich mir das gefallen lassen? Da sind sie ja endlich. Die Tür hier führt auf ein Dach über den Verladedocks. Das ist der beste Eingang. Beeilen Sie sich. Okay. Ich schau noch kurz hier mal in den Spinden nach. Was drin ist, was ich benötigen kann, was ich gebrauchen kann. Schmerzmittel. Sollte hilfreich sein. Sollte hilfreich sein. Jensen, ich bin's. Pritchard, wo sind Sie? Auf einem Dach mit Blick auf die Fabrik. Gut. Sie sollten über den Wareneingang reingehen. Ich sollte, Francis? Was zum Teufel meinen Sie damit? Es gibt dort einen Mitarbeitereingang. Der wird aber von den Puristen schwer bewacht. Wenn Sie also kein Freund des Frontalangriffs sind, könnten Sie es auch übers Dach versuchen. Um über das Dach reinzugehen, muss ich aber wahrscheinlich erstmal runtergehen. Denn hier sehe ich nichts. Um aufs Dach draufzusteigen kann leider nichts. Über diesen Zaun komme ich auch nicht. Nein, keine Chance. Also hier runter. Jetzt weiter? Ah ja. Ja, scheint alles unter Kontrolle zu sein. Kein Wort in Sicht. Niemand in Sicht. Da haben wir also schon den Feind. Die Eindringlinge. Wenn ich schnell genug bin, nein. Wenn ich schnell genug.
dass ich die Wache ausgeschaltet habe. Gehen würde, könnte ich mich zumindest dort hinschleichen. Jetzt wäre es die Möglichkeit. Gut, leise. Wäre es, ihn auszuschalten, wenn er wieder zurückläuft. Dazu müsste aber der an der Treppe nach hinten schauen. Jetzt kommt er. Was ist mit dem an der Treppe? Der geht jetzt rauf. Das wäre meine Chance. Und hier liegt er gar nicht so schlecht. Sie stehen nicht bei Zeiten wieder auf.